Hallo, ihr lieben Brüdern und Schwestern auf Mutter Erde. Der Löwenkanal meldet sich wieder zu Wort und es ist einfach fantastisch, was im Moment in und mit uns allen geschieht und auch geschehen soll. Und nun möchte mein Wesen gleich anknüpfen an die Botschaften vorher und es scheint so, als wenn die Zeit uns alles offenbart und eröffnet und dass uns bewusst zu sein hat und bewusst zu werden hat, dass wir schlafen. Ja, ihr Lieben, ihr habt richtig gehört. Dann, wenn uns bewusst geworden ist, dass wir im Schlafe sind, erwachen werden. Mein Wesen hat sich damit in der letzten Zeit auseinandergesetzt mit mir selbst, mit meinem inneren Selbst und um vollständig im Jahrtausend angekommen zu sein, nach dem Jahrtausend, dass all die Untergangsszenarien, diese ganzen Prophetien, alle gar nicht greifen können und greifen werden, weil diese einfach nur dazu gedient hatten, sich die Kippen zu füllen, beziehungsweise der letzte Versuch, den noch schlafenden Menschen auf der Ebene der Matrix zu halten. Doch haben wir auch das erkannt. Und indem wir das erkannt haben und immer mehr vordringend zum Kern oder vorgedrungen sind zum Kern, man hört immer aus dem Reden selbst noch heraus, wie Vergangenheit und Gegenwart schon hin und miteinander oder aufeinandertreffen. Dass dieses Große oder die Größe, die dort noch teilweise verweilt im Schlafmodus selbst, das Erwachen selbst ist und sein wird. Wir vervollständigen das Gesamtbild, indem jeder von uns individuell seinen Teil dazu beiträgt, beifügt, um zu erkennen, dass wir das ja immer nur im Gesamten gewesen sein können und auch nur im Gesamten so sind und sein werden. Der innere Dialog wird immer stärker und kräftiger und wir stoßen immer weiter das Tor auf in uns selbst, um zwischen dem Innen und dem Außen nun ganz klar unterscheiden zu können. Das ist auch gleichzeitig das Unterscheiden zwischen Wachzustand und Schlafzustand und mein Wesen ist durch und über das höhere Selbst, über die Intuition selbst fest davon überzeugt,
dass der Schlüssel in der goldenen Mitte liegt, im Herzen selbst, nicht rechts und auch nicht links. Dass genau das der Knackpunkt ist und sein wird. Sich ganz bewusst im Einzelnen die Frage zu stellen, wann schlafe ich, wann bin ich wach. Das erklärt auch, dass sich die ganze Arbeit doch gelohnt hat in der Vergangenheit, ja, noch in der Vergangenheit oder das, was vor 5 Minuten war oder gestern und alles danach ist ja die Vergangenheit, um es in der Gegenwart zusammenzubringen zu dem Gesamtbild. Das ergibt das Gesamtbild, das die ganzen Probleme der Vergangenheit löst in einem Zug. Um das Ganze erkannt zu haben. Mein Wesen hatte sich gestern Abend eine Botschaft angehört, die das alles wunderbar ergänzt hat, dass wieder ein Puzzleteil oder ein Baustein zu dem Gesamten gibt und ergeben hat und dass diese imaginäre Welt und dann auch die Erde oder Mutter Erde niemals untergegangen ist und niemals untergehen kann, weil würde sie untergehen, dann würde es ja an uns liegen, beziehungsweise würde sie untergehen, würde es uns ja gar nicht mehr geben. Und dass es uns alleine gibt, hier jetzt in diesem Moment, ist doch der Beweis dafür, dass alles seine Richtigkeit hat und alles an seinem Platz ist und alles dabei ist, sich zu ordnen im göttlichen Selbst, in uns selbst und dann auch aus uns selbst heraus. Alleine diese Eingebung, nennt es jetzt auch an der Stelle Gedanken, weil sich unser Ego-Verstand ja zum Bewusstsein erweitert hat. Und dieses oder unser aller Bewusstsein wird letztendlich durch das Tor oder wird das Tor öffnen zu den anderen Welten, weil uns bewusst ist im Wissen selbst, dass es keinen Anfang gegeben hat, also kann es auch kein Ende geben. Dann ist der Tod weder gut noch böse. Es ist ein Wort, das was aussagt. Richtig, es ist Veränderung. Indem man begonnen hat, das Ganze zu hinterfragen, ist Hinterfragung oder ja, Hinterfragung, natürlich Hinterfragung der Dinge, der einzelnen Dinge im gesamten Bild die Erleuchtung. Dann sind wir schon bereits im Erkennen oder aus dem oder über das Erkennen hinaus in der Erleuchtung und somit auch in der Erlösung. Dass der Kopf, also der Ego-Verstand, erkannt wurde als das, was es war. In und aus der Vergangenheit heraus, um in der Gegenwart das Bewusstsein zu sein.
es nicht mehr zu werden oder nicht mehr werden zu brauchen, es bereits zu sein. Durch und über dieses bewusste Sein, über das Bewusstsein, jetzt fügen wir, wie gesagt, nochmal Zeit und Raum hinzu. Was bedeutet Zeit und Raum? In der Vergangenheit war es immer so, das, was wir diesem hineininterpretiert hatten, genau das ist dann aus Zeit und Raum entstanden. Und wir brauchten ja beides, weil das eine ohne das andere ja gar keinen vollständiges Bild ergeben konnte, weil nur Zeit und nur Raum geht schon mal gar nicht. Also ist uns auch dieses bewusst, dass wir beides brauchten und auch ja brauchen werden. Nur im Übergang, der Übergang beschreibt ja nichts anderes, wie aus der Vergangenheit überzugehen in die Gegenwart. In der Gegenwart dann angekommen zu sein, bedeutet ja wieder mehr in Richtung Zukunft zu sein, zu gehen, zu schauen. Alles ist Energie. Die innere Erde verändert sich. Warum verändert sie sich? Weil wir uns verändern. Die goldene Mitte zwischen Schlafzustand und Wachzustand zu sein, sich zu befinden. Also könnte man an der Stelle da auch sagen, ist Schlafen Vergangenheit, Zukunft Wachsein. Die Gegenwart, die goldene Mitte, das Sein selbst oder das wahre Sein zu erkennen. Den Ausgleich geschaffen zu haben, heißt es, beide Seiten ausgeglichen zu haben. In der Gegenwart, also zwischen Vergangenheit und Zukunft. Um die Verbindung überhaupt erstmal wieder zu, ja, weil wir uns jetzt hier auf neuem Terrain befinden. Wir gehen ja der neuen Zeit entgegen und dann ist es immer ein Moment der Stille oder des inneren Selbst. Jetzt genau hier an dieser Stelle, wo wir uns alle befinden, zwischen Vergangenheit und Zukunft, ja, die richtige Wortwahl zu haben und auch zu treffen, ohne dass diese wieder gleich, ja, einfach darauf zu achten, das, was es wahrlich gilt, zu erkennen. Weil dieses Ganze findet ja momentan in uns selbst noch statt, wo es ja nicht die Worte im Außen braucht, weil es sich ja im Inneren ordnet. Indem es sich im Inneren ordnet, wird diese oder wird die Sicht, die innere Sicht immer klarer und reiner. Umso reiner und klarer sie im Inneren selbst wird, macht es das Außen immer unmöglicher. In dem Sinne von im Inneren erwachen, im Inneren zu sehen, klar und deutlich zu sehen mit dem Auge oder mit den Augen der Seele. Um das Außen ja im Erwachensprozess gar nicht mehr als das sehen zu können, was es vielleicht noch in der Vergangenheit im Schlafmodus selbst gewesen ist. Und dieses jetzt auf einen Nenner zu bekommen in die Kombi, genau das ist die Botschaft der Stunde. Weil wenn man sich mit dem ganzen Meditativen auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, Hypnose zum Beispiel, Hypnose ist ja nichts anderes gewesen, wenn man gemeint hätte, man wäre wach, also
wir gehen jetzt davon aus, der Wachzustand, dann schlafen wir oder wir würden dann schlafen. So, jetzt geht man auf jemanden zu, also man erschafft sich ein eigenes Selbst, das was mit einem tut, das einem genau in diesen meditativen Zustand bringt. Warum? Um zu erwachen. Und es kristallisiert sich immer deutlicher und immer mehr heraus, dass es zwischen Schlafzustand und Wachzustand in der goldenen Mitte dort liegt die große Lösung für uns alle. Also könnte man mit anderen Worten da auch sagen, ist es dort nicht damit getan, dass man sich jetzt länger wach hält, weil man schläft ja. Da wäre ja es im Umkehrprozess das eigentlich permanente Schlafen, um wach zu sein. Und das wiederum, ich habe das mal Wachschlaf genannt, ne? Wachzustand, Wachschlaf, dass man sich im bewussten Sein, im Bewusstsein genau damit auseinandersetzt. Mit sich selbst, in sich selbst, erstmal individuell. Und das hat ja dann wieder auch Auswirkungen auf das kollektive Bewusstsein, auf das gesamte Bild. Und ein Wesen nimmt jetzt mal wieder so die alte Methode, nimmt sich mal wieder ein weißes Blatt Papier und einen Kuli zur Hand, schreibt dann so einige Worte nieder und beginnt auch selbst in sich selbst und mit sich selbst durch und über den inneren Dialog selbst mit dem höheren Selbst das Ganze so gut wie geknackt zu haben. Dass dies ein oder nicht ein, sorry, das ein nehme ich mal wieder weg, dass das genau der Weg ist zu uns selbst, in uns selbst, die Vergangenheit erkannt zu haben, sie aufgearbeitet, somit aufgeräumt zu haben, um in der absoluten Gegenwart das Ganze erkannt zu haben, erleuchtet zu haben und somit zu erlösen, es aufzulösen. Ist es aufgelöst, sind wir wach. Weil gehen wir doch mal kurz noch mal hinein in dieses, auch das ist mir sowas von bewusst geworden, wo man sich ja, in der Vergangenheit gar keine Gedanken drüber gemacht hat oder es ist einem nicht so bewusst gewesen, wie es jetzt immer bewusster wird, wenn man dann aus dem Schlaf in den Wachzustand gegangen ist. Also wir sagen jetzt mal, wir sind vom wachen Zustand oder dem angeblich wahren Zustand in den Schlafzustand gegangen, sind wir ja erwacht. Ganz einfach, weil vollkommen leicht, vollkommen frei, nicht die Schwere zu spüren der Gedanken, somit auch nicht die Schwere des Körpers zu spüren, sondern einfach und alleine nur mit der Seele unterwegs gewesen zu sein, im Schlaf, also dann der Wachzustand. Und genau hier greift der Umkehrprozess. Und genau an dieser Stelle ist er sehr wichtig, ja, dass man dies nicht in den Gedanken, aber im Herzen verinnerlicht hat. Und wir alle wissen nur so gut, unser Herz kennt den Weg, weil das Herz ist ja der Sitz der Seele und somit liegen alle Antworten oder die Lösung im Herzen. Er kann und wird nicht im Verstand liegen, weil der Verstand
in der Vergangenheit nur das alte Programm kannte und das Herz hat den Blick auf alles und jedes. Also liegt die Hauptlösung oder die Lösung überhaupt im Herzen, in der Liebe. Mein Wesen wird dort noch weitere Erkenntnisse bekommen. Wir sind da mittendrin und wird auch in den nächsten Tagen mehr dazu sagen können und auch werden durch und über das höhere Selbst, weil wir haben jetzt nicht nur den Schlüssel, wir haben ihn bereits in das Schloss gesteckt und wir sind dabei, diesen Schlüssel herumzudrehen, um dass sich alles und jedes öffnet. Und dann ist und kann es das Außen nicht gewesen sein und kann es niemals gewesen sein, weil wir im Außen zu sehr beschäftigt gewesen sind mit dem Brainfuck, mit dem Pillepalle-Spiel im Kopf. Und so war doch gar keine Möglichkeit überhaupt gegeben, das Gesamtbild erkennen zu können. Und das können wir nur in uns selbst. Und dort ist und liegt alles das, was wir brauchen, um diesen alten Teufelskreislauf, nenne ich ihn jetzt mal so, endlich durchbrechen können und durchbrechen werden. Auszubrechen aus dem eigenen goldenen Käfig, die eigenen Fesseln, die eigenen Ketten zu sprengen. Und dann macht die Kombi, das innere Selbst, Meditation, meditative Phase, Alpha-Zustand, wie man das auch immer nennen mag, Hypnose, dann können wir uns auch an der Stelle jetzt genau die Hypnose erklären und wofür diese eigentlich wirklich gut ist, welchen Sinn und Zweck sie wirklich hat. Und wir wissen ja, es gibt ja diese Selbsthypnose und letztendlich ist das ja wieder der Umkehrschluss. Dann braucht man in dem Sinne nicht sich ein Selbst zu erschaffen, was einen in diesem Zustand bringt, weil man selbst ist ja dann in diesem Zustand oder man selbst kann sich in diesen Zustand bringen. Und das ist ja wiederum der Blick in das eigene Spiegelbild. Und so erkennen wir immer mehr, dass wenn wir in den Spiegel schauen, uns selbst und mein Wesen ist wunderbarer und der besten Hoffnung. Dass wir diese Erkenntnis ja jetzt haben oder erlangt haben, weil es ja so sein soll, liegt genau hier die Lösung. Das kleine Ich, der Egoverstand, das Ich bin, das wahre Selbst. Die bedingungslose Liebe selbst. Die Liebe zu sich selbst und somit zu allem Leben. Wir können somit jetzt vieles, wenn nicht sogar alles, beiseite räumen, ohne uns überhaupt noch die Frage stellen zu müssen, brauchen wir dies noch oder brauchen wir jenes? Wir sind ganz, 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 ganz nah dran. So nah wie schon lange nicht mehr. Oder sind wir jemals schon so weit gewesen wie jetzt? Genießt es, liebe Leute. Ich danke euch für euer Gehör, euer Löwenherz. Ich hoffe, euer Wesen kann etwas damit anfangen und wird etwas damit anfangen, weil
Es ist für uns alle wichtig. Hab euch alle unwahrscheinlich lieb. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Bye bye.